unsichtbare Art, Zähne allmählich zu begradigen, bis ein perfektes Lächeln entsteht. Sieht einfach aus, nicht? Tatsächlich kann man durch die Einfachheit des Invisalign-Produkts leicht unterschätzen, dass es sich beim Herstellungsverfahren um eine äußerst ausgeklügelte Angelegenheit handelt. Ein speziell für die besonderen Erfordernisse des Kieferorthopäden konzipiertes Verfahren. Wir haben uns von Anfang an die Aufgabe gestellt, die Behandlungsbedürfnisse von Ärzten schneller, besser und kostengünstiger als je zuvor zu erfüllen. Wir sind uns bewusst, dass Patienten nie völlig identische Bedürfnisse haben und dass für keinen Patienten auch nur zwei Behandlungsstadien gleich verlaufen und dass jedes Alignerstadium der vom Arzt vorgegebenen Behandlung exakt entsprechen muss. Align Technologies mit Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, wendet die neuesten Fortschritte in der 3D-Computertechnologie und aktuellste Herstellungsverfahren zur Massenproduktion kundenspezifischer Erzeugnisse an. Das Ergebnis? Millionen einzigartiger, nach individuellen Vorhaben angefertigter und anwenderfreundlicher Aligner. Der Beginn des Invisalign-Verfahrens unterscheidet sich kaum von dem mit konventionellen Zahnspangen. Das heißt, der Arzt erstellt eine Anfangsdiagnose und arbeitet einen detaillierten Behandlungsplan aus. Diese werden zusammen mit den Röntgenaufnahmen und Abdrücken von Zähnen und Biss des jeweiligen Patienten an Align Technology gesendet. Zunächst werden die Abdrücke aufbereitet. Dann werden die Röntgenaufnahmen und Patientenfotos eingescannt, um ein vollständiges digitales Zahnregistrat zu erstellen. Als nächstes werden dreidimensionale digitale Darstellungen aus den mittels Computertomographie analysierten, vom Arzt angefertigten Abdrücken erstellt. Der Abdruck wird in ein spezielles Haltegestell eingesetzt, in dem er exakt ausgerichtet wird, um so den Scanprozess zu beginnen. Eine hochpräzise dreidimensionale digitale Darstellung einschließlich der Dentition und der interproximalen Lücken wird erstellt. Die Integration der Technik der Computertomographie in unser Herstellungsverfahren ist nur ein Beispiel für unsere unermüdlichen Anstrengungen in Richtung auf Weiterentwicklung und Verbesserung. Sobald es eingescannt ist, greifen Techniker auf das 3D-Bild zu, um aus den Rohdaten einen Plan für die Herstellung kundenspezifischer Aligner zu generieren. Das Verfahren besteht aus drei Phasen der Analyse: dem Schneideverfahren, dem Erstellen des endgültigen Simultansmodells und dem Stufenverfahren. Treat ist Aligns firmeneigene Softwarelösung. Durch eine Reihe erteilter und laufender Patente und sonstige Rechtsmittel für geistiges Eigentum wird die Treat-Software geschützt. Zunächst werden beim Abtragungsverfahren Daten für jeden Zahn in separate geometrische Einheiten übertragen. Jede Krone wird farbig dargestellt, um zwischen Zahnanatomie und Zahnfleischgewebe zu unterscheiden. Mit einem speziellen Computerprogramm werden die Zahnbögen ausgerichtet, dann wird okklusale Lagebeziehung unter Verwendung von Patientenfotos zur Erzielung maximaler Genauigkeit manuell eingestellt. Der Biss wird auf Genauigkeit überprüft, indem verifiziert wird, dass die Kontaktpunkte mit der Anatomie übereinstimmen. An diesem Punkt steht jeder 3D-Zahn für den physischen Zustand des jeweiligen tatsächlichen Zahns vor der Behandlung. Die einzelnen Zähne können nun als individuelle Einheiten in der Zahnbogenform hineinbewegt werden. Der Techniker bewegt bestimmte Zähne, bis sie korrekt ausgerichtet sind und erstellt so das endgültige Modell der Zähne des Patienten, das genau nach den Vorgaben des Arztes angefertigt wird. Dann appliziert der Techniker das Zahnfleischgewebe wieder, das während des Abtragungsverfahrens entfernt worden war. Mit dem letzten Schritt, dem Einteilen in Stadien, wird die Reihenfolge aufeinander folgender Behandlungsstadien festgelegt. Hierbei simuliert der Techniker die Bewegung der Zähne vom Vorbehandlungsstadium bis zu deren endgültiger gewünschter Position gemäß dem vom Arzt vorgegebenen Behandlungsplan. Jedes fortschreitende Stadium steht für eine graduelle Zahnbewegung, die durch jeden Aligner in der gesamten Reihe erzielt wird. Danach durchläuft das Simultansmodell umfangreiche interne Qualitätskontrollen, damit sichergestellt ist, dass bei der virtuellen Behandlung exakt das Ergebnis erzielt wird, das der behandelnde Arzt vorgegeben hat. Und Aligns klinisches Team bietet außerdem eine durchgehende Überwachung des Behandlungsprozesses an. Diese Simulation wird dann dem behandelnden Arzt auf elektronischem Weg zur endgültigen Qualitätskontrolle durch CleanCheck übermittelt. Durch Revision und bei Bedarf Änderung des virtuellen Behandlungsplans bleibt die vollständige Kontrolle über den Herstellungsplan für die Aligner beim Arzt. Nach der Genehmigung wird der Plan zur Konstruktion einer Reihe von aus lichtempfindlichen Thermoplast geformten dentalen Modellen verwendet.
Dieses Verfahren wurde speziell für Align Technology adaptiert. Jedes dieser Geräte verarbeitet unter Einsatz von Stereolithografie die digitale Information und erstellt so eine exakte physische Nachbildung. Ein Laserstrahl verfestigt Flüssigharz Schicht um Schicht, um so eine Reihe von Modellen herzustellen, die jedes Behandlungsstadium für jeden Patienten nachbilden. Hier hat Align Technology bei ihren Verfahren ebenfalls modernste Technik angewendet und setzt als erstes Unternehmen der Welt Stereolithografie in einer Hochleistungsfertigungsumgebung ein. Nach ihrer Herstellung im SLA werden die Modelle gereinigt und ausgehärtet. Anschließend verwendet das automatische Formsystem jedes Modell in einer Behandlungsreihe, um jeden einzelnen Aligner herzustellen. Nach der Formung werden sie auf etwa einen halben Millimeter innerhalb des Gingivarants abgeschliffen, damit sie dem Patienten optimalen Tragekomfort bieten und praktisch unsichtbar sind. Jeder Aligner wird in einer Reihe von Reinigungsgeräten poliert und desinfiziert, dann verpackt, etikettiert und direkt an den behandelnden Arzt verschickt. Align hat Pionierarbeit für das weltweit erste Verfahren geleistet, bei dem individualisierte Herstellungsverfahren als laufende Fertigungsmethode eingesetzt werden. Nach Jahren der Verfeinerung haben sich unsere Verfahren als verlässlich und präzise erwiesen. Durch unser ständig auf Qualitätskontrolle gerichtetes Augenmerk bei jedem Verfahrensschritt wird gewährleistet, dass jeder Aligner dem vorgegebenen Behandlungsplan entspricht. Es ist unsere selbstverständliche Verpflichtung, jedem Arzt zu helfen, die besonderen Bedürfnisse seiner Patienten zu erfüllen. Durch den Einsatz von Technologie zur Begradigung von Zähnen ohne Zahnspangen bringt Invisalign der Welt das perfekte Lächeln.